Ja, doch, das ist schon der richtige Weg. Ich hoffe, ich komme schnell zum letzten Ort, denn im Wald ist es ja böse. Haben wir ja schon Bekanntschaft gemacht. Nur habe ich da komplett übersehen, dass da noch ein Ort ist. Sonst wäre ich da natürlich vorhin noch hingegangen, wenn wir schon mal da waren. Aber ich habe es übersehen. So, der Weg führt hier lang. Dann irgendwann mal wieder knallhart nach Osten. Und dann kommt eine Abzweigung. So ein Weg ist auch toll. Da bin ich mir immer sicher, dass ich richtig bin, weil eben links und rechts Bäume bzw. Steine sind. Also muss das ja richtig sein. Und hier dann links. Oder? So. Ja, auf jeden Fall mal hier lang. Wobei der Weg nicht so die Kurve gemacht hat, wie ich mir es dachte. Aber nun ja. Jetzt geht es ja einmal nach Norden. Das sollte das hier sein, vielleicht. Und einmal genau nach Osten? Ne, hier geht es nochmal nach Süden. Und, liebe Leute, an der Stelle muss ich wieder meinen Cut machen, auch wenn es noch nicht ganz 15 Minuten sind. Aber, ja, genau. Mache ich jetzt den Cut. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und dieser Weg führt mich etwas in die Irre. Ist das hier der Wald? Schon? Im Süden? Nee, das kann doch nicht sein. Wo geht's denn hier hin? Nicht das hier, hoffe ich. Aber ich glaube, das ist es. Darum gehe ich wieder zurück. Da geht's nicht weiter. Das alles kommt mir irgendwie bekannt vor. Norden, Westen. Das hier vielleicht. Wenn es nach Osten auch noch geht. Ja, doch. Könnte richtig sein. Jetzt wieder nach Norden. Oder noch weiter nach Osten? Ja, genau. Da. Sieht aus als... Oh Gott. Nein. Nein. Es hätte gestimmt, der Wald ist da. Aber da ist eine Klippe. Oh Mann. Das heißt, wir müssen hier lang. Und den weiten Weg außenrum gehen. Sogar sehr weit. Hier, bis es dann irgendwann mal rechts geht.
Na toll, das heißt auch, dass wir komplett durch den Wald müssen. Anstatt einfach nur ein kleines Eck. Und wir wissen ja, der Wald ist böse. Dauert also noch länger als gedacht. Geht's hier schon los? Ja. Oder? Nee. Jetzt hier. Das müsste sein. Und das war dann auch, glaube ich. Oder jetzt kommt dann, glaube ich, auch die Stelle, bei der es dann in der letzten Session so war, dass, also wo plötzlich alle diese Gestalten neben uns hergelaufen sind und wir dann letztendlich gestorben sind. Der Weg hier, wenn das denn stimmt. Hab keinen Schimmer. Nee, hier geht's auch nirgends weiter. Nee. Erstmal hier, aber. Norden. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht hier lang. Aber ich glaube es fast. Jetzt gehen wir sehr östlich. Sind wir jetzt doch vielleicht wieder richtig? Hier ist das Eis. Doch. Das stimmt. Und das hier ist die Stelle, wo die ganzen Leute gelaufen sind. Nur dieses Mal sind sie nicht da, oder noch nicht. Irgendwann muss es dann mal rechts gehen. Aber wir bleiben auf dem Weg. Was ist das da vorne? Ah, okay, ein schlecht animierter Baum. Der erst jetzt nach animiert wurde. Oder der Schnee erst nach animiert wurde, sozusagen. Hier sollte dann irgendwo mal ein Weg Richtung Süden gehen. Musik verändert sich, ist auch kein schlechtes Zeichen. Könnte heißen, dass wir richtig sind. Aber hier hört der Weg plötzlich wieder auf. Und jetzt gehe ich Richtung Süden. Da ist der Baum. Oh, Moment, komplett falsch. Oh, hier. Wir kommen von Norden. Das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich hier. Ah, okay. Dann drehe ich wieder um und hoffe dann, dass ich mal einen Weg finde, der nach jetzt gesehen links geht, oder? Ja. Wenn wir jetzt da sind, da.
Dann da hoch und dann links. Aber halt auch ein richtiger Weg. Moment mal kurz. So. Musste kurz einhändig spielen. Hier ist das Wasser. Da müssen wir irgendwo links. Hier einen Weg übersehen? Nee. Da? Ich glaube, hier könnte es weitergehen. Ich weiß es nicht. Es ist auch irgendwie nur Prärie. Hier so irgendwo. Jetzt gehen wir wieder südlich. Jetzt wieder östlich. Oder? Nee, westlich. Oh, ich weiß das doch. Ich weiß es doch nicht. Aber da ist der Wald. Oder? Ah, hier ist ein Lager. Aber da hinten im Hintergrund, ihr seht's, da ist es orange. Aber hier ist ein Lager. Hier, perfekt. Das ist perfekt. Und es ist auch perfekt, dass hier ein Lager ist. Denn jetzt müssen wir einfach südlich und westlich. Also. Genau, hier so. Perfekt. Das hier in Lager ist es wirklich perfekt. Müssen wir jetzt in den Wald rein? Komm, egal. Wenn wir sterben, dann sterben wir. Dann sind wir wieder beim Lager. Kompass ist noch normal. Betonung auf noch. Ist hier irgendwas? Nee. Vielleicht hier irgendwo im Wald einfach. Wäre doch komisch, wenn nichts im Wald ist. Was leuchtet da vorne? Da leuchtet was? Nee. Hier? Auch nicht. Es täuscht nur. Aber es sind hier keine bösen Leute. Das ist schon mal auch nicht schlecht zu wissen. Hier ist auch nix. Muss doch irgendwo der Zettel sein. Da. Das sind so komische zwei identische Stempen. Baumartige Dingsies. Ah, da. Leute. Das lese ich jetzt aber noch, auch wenn es viel ist. Wer auch immer es sein mag, der diese Worte liest, ich flehe Sie an, helfen Sie uns. Wir befinden uns an einem Ort, den Sie Postfach 5 nennen. Ich weiß nicht, wo dieser Ort liegt. Ich weiß nicht einmal, welches Jahr wir haben. Sie verbieten uns jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Sie sperren uns in Zellen ein, jeweils zu viert. Ich habe Dutzende solcher Zellen gesehen. Sie sprechen über etwas namens Anomalie 7. Wir müssen jeden Tag Tests über uns ergehen lassen, Untersuchungen, Folter. Ich habe gesehen, wie sie Leute umbringen. Ich habe schreckliche Dinge gesehen. Schreiben Sie darüber, teilen Sie es der Welt mit.
Sie führen die schrecklichsten Experimente durch, die man sich vorstellen kann. Sie haben etwas, das wir die Schreckenskammer nennen. Niemand weiß, was genau mit den Menschen passiert, die dort hineingebracht werden. Manche kommen wieder zurück, aber dann sind sie nicht mehr sie selbst. Sie sind ganz abwesend. Andere werden tot herausgezerrt. Nur wenige bleiben bei Verstand. Ich habe ein grell-oranges Licht gesehen, das mit dämonischer Stimme zu mir sprach und mir Dinge zeigte, die schlimmer sind als jeder Albtraum. Manchmal kommen die Menschen mit Knochenbrüchen und Verstümmelung heraus, zerquetscht, verstrahlt, zerstückelt. Ich ertrage es nicht mehr. Erlösen Sie uns von diesen Bildern. Unter uns gibt es einen Wissenschaftler. Er sagt, dass sie während ihrer perversen Experimente etwas entdeckt hätten. Etwas, was nicht von dieser Welt sei. Sie versuchen es zu testen, doch in der Wirklichkeit werden sie von ihm getestet. Er sagte, dass es auf der Welt mehrere Orte wie diesen gibt und dass sich eines Tages die Pforten zur Hölle öffnen werden. Sie müssen das verhindern. Zerstören Sie es. Zerstören Sie uns. Töten Sie uns alle. Das Zentrum wird von der sogenannten russischen Forschungseinheit für Naturphänomene geleitet. Ich habe den Namen von dem Ausweis des Mannes gelesen, der mich verhört hat. Er sagte, wir seien Gefangene, Verurteilte, Mörder, Vergewaltiger, Diebe. Aber das stimmt es nicht. Ich habe nichts Ungerechtes getan. Und ich muss kurz cutten, Entschuldigung. Ich hasse sie alle. Sie nennen uns Subjekte. Wir sind uns nicht Namen sind uns nicht gestattet. Ich bin Subjekt 73. Ich erinnere mich nicht einmal mehr an meinen richtigen Namen. Ich flehe Sie an. Bitte helfen Sie uns. Brennen Sie diesen Ort nieder. Wenn dieser Brief die Mauern des Zentrums überwindet, werden die Wächterin, die versprochen hat, ihn zu überbringen, ihr Versprechen hält, dann müssen Sie etwas tun. Ich beschwöre Sie bei allem, was mir heilig ist. Sie müssen. Mein einziger Zellengenosse Anton flüstert mir ins Ohr, dass alles in Ordnung kommen wird, dass das orangefarbene Licht mit der Stimme hunderte Engelschöre singt. Anton hat mir versprochen, dass er mich befreien wird, wenn ich gut zuhöre. Manchmal glaube ich jedoch, dass nichts von all dem existiert. Es gibt kein Gefängnis, keine Gitterstäbe, keine Ärzte, keinen Anton. Es gibt nur dieses furchterregende, alles durchdringende, orangefarbene Licht. Wow. Das war der letzte Ort. Und jetzt? Leute? Und jetzt? Was ist denn jetzt? Hallo? Ich weiß gerade nicht mehr, was ich tun soll. War es das jetzt noch nicht? Was kommt denn noch? Da hinten sollte jetzt dann unser Lager sein, aber... Ich weiß nicht, was wir jetzt noch tun sollen. Irgendwie liegt es am Feuer? Ja. Dachte, die Karte sieht irgendwie komisch aus. Was ist denn jetzt noch, bitte? Ich beam mich einfach mal zum Anfangslager. Aber... Oh! Keine schlechte Idee. Da fliegen die Säulen.
Aber mir auch nicht. Ich gehe mal in die Mitte der Säulen. Vielleicht ist da ja jetzt was. Aber ansonsten weiß ich nicht mehr, was wir tun sollen. Und weil ich vergessen habe, den Timer einzustellen, mache ich hier erstmal nochmal einen Cut. Also bis gleich. Auch wenn es vielleicht nicht mehr lange dauert, den Timer zu vergessen ist nicht gut. Hier ist aber nix. Hä? Hier haut's alle Säulen durcheinander. Aber ich weiß nicht, was ich tun muss. Vielleicht war's das hier jetzt auch schon. Das wär's. Ich gehe jetzt einmal zu diesem Lager. Vielleicht ist hier auch was Besonderes. Mal gucken, was in der Kirche los ist. Nö. Hier ist auch nichts. Also Leute, das tut mir jetzt wirklich leid, dass ich nicht weiß, was ich tun soll, denn wir haben alle Orte abgegrast. Aber dennoch ist das Spiel nicht zu Ende. Na gut, dann würde ich jetzt hier mal sagen, auch wenn das hier jetzt wohl noch nicht das Ende war, beende ich den Part und ein Part wird noch kommen, indem ich dann nochmal schaue, was ich noch tun muss, eventuell. Ansonsten ja, weiß ich nicht mehr weiter. Also gut. Dann bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zusehen. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, ciao. Hallo Leute und herzlich willkommen zum heutigen, hoffentlich letzten Part von Kolat. Nachdem wir im letzten Part ja schon alles gesammelt haben hier, alle Orte, ist es scheinbar doch noch nicht von selbst aus, sondern wir müssen noch irgendwo hingehen. Und hier hört man ja dieses Dings gar nicht mehr, die Steine. Die hat mir ja vorhin doch noch gehört, oder? Ah, okay, doch, sie hauen noch, sie schweben noch. Dann war das nur, weil wir so weit weg waren oder so scheinbar. Aber irgendwas muss hier doch sein. Bei den anderen Orten ist auch nichts Besonderes. Dann muss doch hier irgendwas sein. Aber was soll man denn bitte machen? Hä? Ich hab doch vorhin nichts anderes gemacht. Ich bin vorhin auch zu den Steinen gegangen, passiert nichts. Und jetzt hier schon.
Jetzt passiert auf einmal was. Wird geladen. Akt 3? Geht's jetzt nochmal weiter, oder wie? Nee. Wir sind am Ende. Es gibt keine Zufallsopfer und niemand ist wirklich unschuldig. Du magst vielleicht nicht zustimmen, aber wenn sich die Tore zur Abteilung 22 öffnen und die Welt erfährt, was echter Wahnsinn ist, dann wirst du verstehen, dass alles, was ich getan habe, notwendig war. Okay. Ich gehe einfach mal Richtung Licht. Taschenlampe haben wir keine. Ich habe keinen Plan, was hier vorgeht. Scheinbar ist es hier ja so eine Art Psychiatrie, wo die Leute verrückt machen wollen und dann irgendwie andere Körper besitzt ergreifen und dann das Tor zur Hölle entstehen soll. Oder nicht unbedingt soll, ich weiß es nicht genau. So ganz kapiert habe ich das auch nicht. Ein bisschen sprinten hier. Was? Oh, ich muss hier kurz... Ah, perfekt. Headset lauter stellen. Verstehe ich aber nicht. Im letzten Part habe ich nichts anderes gemacht, bin zu den Säulen hingegangen. Und jetzt mache ich es und dann passiert doch was. Und wir sind da gleich. Ein Lager oder was? Der Vorfall. Schreiende Menschen. Okay. So, wenn ich das jetzt verstanden habe, sind wir dann praktisch die Bösen, also die die dann die anderen Leute zum Flüchten bewegen. Interessant. Etwas komplexe Story, aber doch ist es auf jeden Fall spannend gewesen. Generell das ganze Let's Play, muss ich sagen. Am Anfang noch ein bisschen nicht so gruselig, auch also generell nicht so viel Action und so. Ein paar Passagen war es dann doch schwieriger, vor allem mit den anderen Monstern, aber die sind einfach zu passiv, alles in allem. Und das macht es dann nicht unbedingt besser. Noch dazu kommt ist, dass man nie weiß, wo man ist eigentlich zu 100%. Die Koordinaten stimmen teilweise gar nicht. Und es ist schwer, sich zurechtzufinden, vor allem, weil man immer kreuz und quer gehen muss. Und es eben Open World ist, sozusagen. Aber nichtsdestotrotz war es ein wirklich gutes Spiel und es hat mir Spaß gemacht, es zu Let's Playen. Und ja, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich also über die Osterferien weg bin. Die Parts, die ich jetzt hier gemacht habe, aber die verteile ich natürlich, also die werde ich in den Osterferien immer veröffentlichen auf YouTube, sodass ihr die schön gestaffelt seht und nicht 10 Parts auf einmal oder so. Das wäre auch nicht wirklich toll. Darum werdet ihr davon gar nichts merken, aber egal. Da dieser Part jetzt hier nur 5 Minuten dauert oder gedauert hat, werde ich den noch an den letzten dranhängen, glaube ich. Oder, na gut, ich kann ihn separat rausbringen, aber ich werde ihn auf jeden Fall zusammen rendern. Oder beziehungsweise bearbeiten und so. Aber gut, ja. Mal sehen, wie ich es mache. Kommt drauf an, wie lang die Parts an sich sind. Wenn der eine jetzt alle 20 dann und der letzte nur 15, dann packe ich den halt noch dran. Aber das werdet ihr dann sehen. Gut. Also dann war es jetzt. Der Abspann ist auch durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen.
Und hoffe, ihr seid bei meinem nächsten Let's Play auch dabei. Das wird wahrscheinlich Assassin's Creed Syndicate sein. Und ja. Ich hoffe, ihr seid dabei und wir sehen uns dann im übertragenen Sinne wieder. Ciao.